Vika, darf ich dich mal fragen, was du da an deinem Hals hast? Oh mein Gott, was hast du denn da gemacht mit deinem Hals? Entschuldigung. Was hast du da an deinem Hals? Tolles Video. Aber sag mal, was hast du gemacht mit deinem Kehlkopf? Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In dem heutigen Video, meine lieben Freunde, geht es um ein Thema, worauf die meisten von euch wahrscheinlich schon sehr lange warten. Ja, es geht um das Thema, worüber die meisten spekulieren, die meisten Fragen kommen, ob jetzt hier in der Social Media Welt oder aber draußen auf der Straße beziehungsweise in der echten Welt. Übrigens habe ich jetzt in diesem Vorspann niemanden Besonderes irgendwie nachgeahnt oder so. Also es war einfach nur, nimmt es nicht persönlich, wollte ich nur damit sagen. Ich wollte witzig sein. Heute gibt es eine kleine Storytime über meinen Hals, über das hier. Es gibt auch eine längere Geschichte dazu zu erzählen. Deshalb, falls ihr Bock habt und schon immer mal wissen wolltet, was ist das eigentlich, was ich da an meinem Hals habe, bleibt sehr gerne dran und ganz viel Spaß mit dem Video. Ihr dürft euch natürlich auch was zum Trinken holen, also das wird so ein Laber-Video jetzt. Das Ganze hat angefangen, seitdem ich schon sehr klein war. Also meine Mama hat mir das erzählt, dass ich schon als Kind ständig Mandelentzündung hatte. Da wurde auch irgendwann mal, als ich 3 Jahre alt war, glaube ich, oder irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall, kann ich mich noch an den Zeitpunkt erinnern. Nicht zu 100%, aber ich weiß noch ganz genau, dass mir die Mandeln rausgenommen werden sollten. Und dass das Ganze in irgendwie 7 Tagen oder so stattfinden sollte. Und ich damals so, so Angst hatte vor dieser Operation, dass ich auf meinen Stiftebecher, ich hatte so einen Stiftehaltebecher, und da habe ich mir immer so Striche gemacht jeden Tag, damit ich dann ganz genau weiß, wann denn diese Operation stattfinden soll und damit ich dann irgendwie da nicht hin muss oder keine Ahnung. So, also ich wollte auf keinen Fall operiert werden. Und wie der Zufall so wollte, oder das Glück war auf meiner Seite, oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, wurde ich an dem Tag der OP tatsächlich krank und hatte hohes Fieber und da kam eine Vollnarkose nicht in Frage und ich wurde nicht operiert. Dementsprechend hat sich mein Zustand nicht wirklich verbessert oder ja, wahrscheinlich eher verschlechtert. Ich habe dann meine ganze Kindheit eigentlich mit chronischer Angina zu kämpfen gehabt. Chronisch ist eine Krankheit, wenn sie immer und immer und immer und immer und immer wieder kommt. Die Abstände zwischen dem Kranksein wurden immer kleiner, habe ich zumindest das Gefühl. Ja, ich glaube, mit circa 14, 15 Jahren hat sich dann an meinem Hals hier eine Beule gebildet. So, da habe ich mir irgendwie nie darüber Gedanken gemacht, denn ich muss auch noch dazu sagen, dass ich mich schon so krass an die chronische Angina gewöhnt habe, dass es für mich normal war. Also, dass ich alle 2 Wochen Halsschmerzen habe und kaum schlucken kann, so, das war für mich Normalität. Es war halt so. Wie gesagt, es hat sich irgendwann mal halt an meinem Hals eine Beule gebildet. Das Ganze sah einfach aus wie so ein Kehlkopf. Ich erinnere mich noch, wie ich damals darüber Späße gemacht habe. Weiß ich nicht, ich habe das Ganze überhaupt nicht ernst genommen und ich habe auch gar keinen Zusammenhang mit meiner chronischen Angina gemacht. Versteht ihr? Also, ich dachte, vielleicht habe ich einfach, ja, so einen etwas ausgeprägteren Kehlkopf. Haben ja Männer auch. Ich bin zwar kein Mann, aber wird schon nichts Schlimmes sein, habe ich mir gedacht. Irgendwann mal war es dann doch ein bisschen schlimmer geworden mit meinen Halsschmerzen, so dass ich dann zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen bin. Und da war ich dann auch eine Weile in Behandlung und muss ehrlich sagen, dass ich von dem Arzt nicht wirklich begeistert war, habe aber nie diesen Arzt hinterfragt, weil ich einfach noch viel zu jung war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls hat dieser mir ständig Antibiotika verschrieben und manchmal alle 2 Wochen, manchmal sogar jede Woche mal. Ich hatte wirklich oft Halsschmerzen und bin sehr oft auch zum Arzt gegangen. Dieser hat mir dann jedes Mal Antibiotika verschrieben. Und jeder normale Mensch mit einem normalen Menschenverstand weiß, dass das nichts Gutes heißt und dass das auch nichts auf Dauer bringen wird, denn irgendwann mal werden diese Antibiotika einfach auch bei dir gar nicht mehr anschlagen. Dein Körper wird sich dran gewöhnen und die werden gar nichts mehr wirklich
auslösen können. Die werden dir nicht helfen können. Und durch einen Zufall bin ich dann, weil mein Arzt zu dem Zeitpunkt, bei dem ich war, irgendwie im Urlaub war oder keine Zeit hatte, keinen Termin frei hatte, zu einem anderen Arzt gekommen. Und als er dann meine Story sich angehört hat und gehört hat, wie viel Antibiotika ich in letzter Zeit geschluckt habe, er war sowas von schockiert und hat mich direkt auf pflanzliche Mittel gesetzt. Und diese haben mir auch tatsächlich geholfen. Und bei dem war ich dann ab da an regelmäßig. Und er hat dann auch das Ganze sich mit meinem Hals auch, was quasi außen hier vorne am Hals war, sich genauer angeguckt und hat dann die Diagnose gemacht, dass das Ganze eine Zyste war. Eine Zyste, die voll war mit Eiter. Und das Ganze ist tatsächlich entstanden durch meine chronische Angina. Ja, das war meine Diagnose und ja, der Arzt hat mir dann dazu geraten, das Ganze rausnehmen zu lassen. Und das ist dann auch das, was ich damals gemacht habe. Ich glaube, ja, ich war da so um die 14, 15 Jahre alt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die OP ist auch an sich ganz okay verlaufen. Mir wurde das Ganze rausgenommen und die Sache hat sich dann im Grunde genommen erledigt. Also um das Ganze klarzustellen. Mir wurde etwas an meinem Hals herausgenommen, was nicht dahin gehört. Sprich, man hat einfach nur ein Ergebnis einer Krankheit entfernt, ein Symptom entfernt, aber nie die Krankheit behandelt. Versteht ihr, was ich meine? Dementsprechend hat sich natürlich dadurch, dass die Angina, meine chronische Angina ja immer noch vorhanden war, nach einer Weile und um genauer zu sein, vor mittlerweile 1,5 Jahren, glaube ich, wieder sich eine Kugel an meinem Hals gebildet. Ja. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her und selbstverständlich bin ich direkt los und zum Arzt. Das war wirklich so eine richtig, richtig kleine Kugel, die hat man noch gar nicht gesehen. Ich habe sie nur gespürt irgendwann und ja, bin dann zu meinem Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Dieser hat mir dann meinen Verdacht bestätigt, dass das Ganze wieder eine Zyste ist und man ist sich da unsicher, ob die Zyste vorher nicht vernünftig entfernt wurde oder aber ob sich das Ganze tatsächlich wieder neu gebildet hat. Einfach nur aus dem Grund, weil meine eigentliche Krankheit ja nicht geheilt wurde. Das ist auch eigentlich genau das, was ich annehme. Meine erste Frage war natürlich, ja, was mache ich denn jetzt? So, also, was habe ich für Möglichkeiten? Und die einzige Möglichkeit war einfach nur, das Ganze wieder operativ entfernen zu lassen oder aber damit zu leben. Und selbst wenn ich das Ganze operativ entfernen lasse, ist es noch keine Garantie dafür, dass es nie wiederkommt. Das war, glaube ich, so ein kleiner Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe mir sehr vieles von Ärzten anhören lassen, vor allem als ich jung war und dumm war, sage ich mal so. Ich habe nicht viel hinterfragt und bin immer davon ausgegangen, dass die Ärzte es auf jeden Fall besser wissen als ich und auf jeden Fall ganz genau wissen, was gut für mich ist, wie das Ganze weggeht und dass es vielleicht niemals weggeht. Das ist dann einfach Fakt, weil das sind kompetente Menschen, die eine sehr lange Ausbildung hinter sich haben, die es einfach nur wirklich wissen. Ich war wirklich zu 100% einfach davon überzeugt. Das war halt der Moment, wo dieser Glaube so ein bisschen angefangen hat zu bröckeln und ich habe angefangen, mich mehr mit mir selbst, mit meinem Körper und mit der Gesundheit auseinanderzusetzen. Zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so ganz intensiv, aber schon so ein bisschen. Und dann kamen noch andere Faktoren, die auch irgendwie eine Rolle gespielt haben. Und das Ganze hat mich dazu geführt, dass ich meine Ernährung umgestellt habe. Jetzt kommen wir zu der Ernährungsumstellung, die ungefähr vor einem Jahr stattgefunden hat. Seitdem verzichte ich ja komplett auf tierische Produkte. Ja, das hat auf jeden Fall was auch damit zu tun. Und ihr werdet auch gleich hören, was. Wie ich auf die Idee kam, auf tierische Produkte zu verzichten, war einfach zum Teil durch meine Recherche. Ich habe einige an Büchern gelesen, ich habe unglaublich viele Dokumentarfilme gesehen. Ich habe sehr viele YouTube-Videos gesehen. YouTube-Videos von ganz normalen Menschen, die ihre Ernährung irgendwann mal umgestellt haben, ihre Ergebnisse und bla und wie sie sich fühlen, was sich verändert hat und ob das Ganze, was so in den Büchern steht oder in den Dokumentarfilmen, die ich gesehen habe, ob das Ganze sich bestätigen lässt. Und natürlich habe ich mir einige Videos von Ärzten angesehen, die auf diese Behandlungsform, ich nenne das jetzt einfach mal eine Behandlungsform, schwören und habe für mich dann zu dem Zeitpunkt beschlossen, dass ich das Ganze ausprobieren möchte und ich bin bis heute sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe, dass ich diese Entscheidung für mich selbstständig getroffen habe. Es ist keine Entscheidung gewesen, die mir von irgendjemandem oder von irgendetwas aufgezwungen wurde, weil ich glaube, wenn es
der Fall wäre, hätte ich gar nicht so lange durchgehalten, beziehungsweise es wäre keine Ernährungsumstellung, sondern eher eine Diät, die ich befolgt hätte für eine gewisse Zeit und irgendwann mal hätte ich damit aufgehört. Und hier ist das wirklich eine Umstellung gewesen, weil ich einfach aus Überzeugung gehandelt habe. Ja, und was das Ganze mir gebracht hat, meine lieben Freunde,